Sehr geehrte Frau Präsidentin, sehr geehrte Kolleginnen und Kollegen, der vorliegende Antrag der AfD-Fraktion bezieht sich auf eine wichtige Weichenstellung bei der Schullaufbahnfortsetzung von jungen Menschen nach ihrer Grundschulzeit. Diese Weichenstellung ist einmal sehr bedeutsam für jeden einzelnen Schüler und jede einzelne Schülerin selbst. Bereitet doch die Schule auf ein selbstständiges und tätigkeitserfülltes Leben vor und durchaus auch bereits auf Berufs- und Tätigkeitsfelder im weitesten Sinne. Insofern wählen sehr viele Eltern mit ihrem Anrecht auf freie Schulwahl eine Schulform für ihre Kinder, die einen besonders hohen Schulabschluss verspricht, um damit ihren Kindern den Zugang zu gewinnträchtigen Prestigeberufen zu ermöglichen. Das ist mehr als verständlich, das kann man den Eltern nicht verübeln. Angeheizt wurde dieser Wunsch durch die ideologischen Debatten der letzten 50 Jahre, in denen von Seiten der politischen Linken das mehrgliedrige Schulsystem desavouiert und mit dem Makel der Ungerechtigkeit und der Diskriminierung belegt worden ist. Man forderte statt Chancengleichheit Ergebnisgleichheit für die Schüler und betrachtet jeden Unterschied der Entwicklung von Schülern als das Ergebnis ungerechter Verhältnisse. Diese Defizitorientierung bei der Betrachtung eines der erfolgreichsten Schulsysteme der Welt fielen dann die Hauptschulen und ein großer Teil der Förderschulen zum Opfer. Die Gymnasien und Realschulen liefen und laufen über und deswegen beklagen wir zahlreiche Defizite im schulischen Bereich. Eine Fehlentwicklung besteht darin, dass die Eltern Schulformen für ihre Kinder auswählen, die nicht immer zum Begabungs- und Motivationstableau ihrer Kinder passen. Und so erlebt man als Lehrer einer weiterführenden Schule leider zu häufig, dass Kinder und ihre Eltern leiden, wenn die Kinder an der gewählten Schulform überfordert sind. Zum Zweiten ist die Weichenstellung beim Übergang von der Grundschule zu den weiterführenden Schulen auch für den Ausbildungs- und Arbeitsmarkt von großer Bedeutung. Sie alle wissen um die Sorgen der Arbeitgeber, besonders das Handwerk schreit seit langer Zeit um Hilfe, weil es dort an Nachwuchs und an Personal fehlt. Die Zahl der Bewerberinnen und Bewerber ist deutlich eingebrochen. Bis August haben sich in NRW insgesamt 104.000 Jugendliche um einen Ausbildungsplatz beworben. Das sind 6,5% oder 7.000 junge Menschen weniger als vor einem Jahr. Und obwohl die Zahl der angebotenen Ausbildungsplätze auch wegen der Corona-Maßnahmen um 2,1% gesunken ist, sind immer noch fast 28.000 Ausbildungsplätze Stand August 21 unbesetzt. Der CDU-FDP-Antrag, Schulen der Sekundarstufe 1 und 2 als Partner mit der Drucksache 15-265, beschreibt das Phänomen ja ganz deutlich. Aber wie das bei vielen Ihrer Anträge im Bereich Bildung ist, Sie wollen lediglich an den Symptomen herumdoktern, ohne die tatsächlichen Ursachen der Fehlentwicklung anzusprechen und anzugehen, nämlich die Fehlsteuerung der Schülerströme. Die Forderung des vorliegenden Antrags will genau diese Fehlsteuerung minimieren. Er hat den Zweck, den Schulformwechsel mit dem Blick auf den jeweiligen Schüler voller Wertschätzung für ihn zu gestalten. Die Entscheidung der Schulformwahl durch die aufnehmende Schule nimmt eine dritte, unvoreingenommene Person in die Beratung hinein und kann unabhängig von den persönlichen Befindlichkeiten, die sich möglicherweise zwischen Grundschullehrern und Eltern gebildet haben, unbelastet beraten. Darüber hinaus können die Schulleitungen anhand der Grundschulgutachten häufiger, noch passgenauer, eine Prognose über das Gelingen des Grundschülers abgeben als Lehrkräfte, welche die aufnehmenden Schulen selbst doch nur unzureichend kennen. Eine vertiefte Beratung der Eltern kann auch über die Möglichkeiten informieren, welche das mehrgliedrige Schulsystem den Kindern bietet. Denn das mehrgliedrige Schulsystem, das vor allem von der Linken, von der politischen Linken besonders heftig bekämpft wird, bietet die Sicherheit, dass die Schüler in der Gegenwart optimal vom Unterricht profitieren und vor allen Dingen, das ist wichtig, für die Zukunft kein Weg verbaut wird. Wenn man den Eltern das richtig erklärt und sie von den Einflüssen linker Bildungspolemik befreit, führt das oft zu einer Verminderung der Sorgen, ihre Kinder könnten Lebenschancen versäumen, wenn sie nicht sofort die höchste Schulform besuchen. Und um Lebenschancen gibt es, und die sind ganz wichtig, die sind zentral. Dies ist aber entscheidend dafür, dass die Eltern sich auf den Rat der Lehrkräfte verlassen. Im Übrigen gibt es schon heute eine Reihe von Fällen, in welchen die aufnehmenden Schulen die Aufnahme ablehnen kann. Davon profitieren besonders auch die Gesamtschulen. Aber da spielen immer formale Gründe eine Rolle, nie pädagogische. Und es ist vollkommen unverständlich, dass bei pädagogischen Gründen die aufnehmenden Schulen keine Entscheidungsmöglichkeit haben. Das entmündigt Lehrkräfte, spricht ihnen Expertise ab und schickt eine Reihe von Kindern in eine Leidenszeit, die für sie traumatische Folgen haben können. Und deshalb ist es äußerst wichtig, den Antrag im Ausschuss zu beraten. Und ein letztes noch, glauben Sie mir, wenn die aufnehmende Schule entscheidet, ich habe noch nie einen Schulleiter erlebt, der aus Jux und Dollerei Kinder wegschickt, wenn sie sich beim Anmelden wollen, sondern jeder Schulleiter ist froh über jedes Kind,
was an seiner Schule anfängt. Und insofern ist diese Beratung durchaus fundamental. Vielen Dank.